Meine Damen und Herren, nachdem wir gestern mit der Hydrodynamik begonnen haben und einige allgemeine Gesichtspunkte besprochen haben, die uns letzten Endes bis zur Kontinuitätsgleichung geführt haben, eine Beschreibung der Massenerhaltung in der Strömung, möchte ich heute mit Ihnen eine für die Praxis besonders wichtige Gleichung, die das Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen unter gewissen Bedingungen beschreibt, besprechen. Und zwar die sogenannte Bernoulli-Gleichung. Um zu dieser Gleichung zu gelangen, ist es erforderlich, ein paar idealisierende, einschränkende Voraussetzungen zu machen. Es zeigt sich, dass es kaum möglich ist, für eine ganz beliebige Strömungsform und ein ganz beliebiges Medium eine allgemein gültige, gesetzmäßige Beziehung herzustellen, sondern meistens braucht man gewisse Voraussetzungen, damit dann gewisse Gesetzmäßigkeiten erfüllt sind und man das anwenden kann. Im Fall der Bernoulli-Gleichung sind das gleich ein paar Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist, das Fluid muss reibungsfrei sein. Außerdem setzen wir voraus, inkompressibel. Und als dritte Voraussetzung, was die Strömungsform betrifft, es soll sich um eine stationäre Strömung handeln. Also hübsch ein paar Voraussetzungen, die hier notwendig sind, damit man zu dieser Beziehung gelangen kann. Über die Reibung in einem Fluid haben wir noch nicht konkret gesprochen, aber Reibungsfreiheit bedeutet, dass also innerhalb des Fluids keine Reibung zwischen den verschiedenen aneinander abgleitenden Flüssigkeitsschichten eintritt. Und das bedeutet insbesondere, dass es keinen Energieübertrag von mechanischer Energie in thermischer Energie geben wird. Denn bei Reibungsvorgängen entsteht ja immer thermische Energie und das ist dann etwas, was einem bei dem normalen, Ihnen schon bekannten Energieerhaltungssatz dann abgeht. Das heißt, wenn man Reibungskräfte im System betrachten muss, weil eben Reibung auftritt, dann sind ja auch die Kräfte, die da dann wirken, nicht konservativ und dann gilt der mechanische Energieerhaltungssatz nicht mehr. Wir setzen hier jetzt die Reibungsfreiheit voraus, um den mechanischen Energiesatz für uns zu retten sozusagen, dass wir ihn anwenden können. Aber selbstverständlich, gerade in der Hydrodynamik, können wir uns keineswegs nur auf reibungsfreie Fluide beschränken und es wird ein eigenes Kapitel dann sich jetzt dann auch noch über die Reibung in Flüssigkeiten beschäftigen. Jetzt also nehmen wir die Reibungsfreiheit an, damit also der Satz von der Erhaltung der mechanischen Gesamtenergie für jedes Fluidelement in der betrachteten Strömung Geltung haben kann. Naja, wenn wir also diese Gesamtenergieerhaltung betrachten, haben wir schon etwas Wichtiges gewonnen für das Verhalten der einzelnen Fluidelemente in der betrachteten Strömung. Wenn wir jetzt außerdem voraussetzen, dass die Strömung inkompressibel ist, beziehungsweise das Fluid, das wir betrachten, bei dieser Strömung
sich nicht nennenswert komprimieren lässt, was ja, wie wir schon gestern besprochen haben, auch bei gasförmigen Fluiden der Fall sein kann, wenn man keine zu großen Geschwindigkeiten betrachtet, dann, wenn also die Inkompressibilität gegeben ist, dann werden die einzelnen Volumenselemente, Flüssigkeitselemente, die durch das Fluid sich durchbewegen, diese Flüssigkeitselemente werden immer konstantes Volumen haben. Wenn sie sich nicht komprimieren lassen und man betrachtet ein gewisses Fluidelement mit einer bestimmten Masse, dann wird das auch stets ein konstantes Volumen haben. Also aus der Reibungsfreiheit folgt Erhaltung der mechanischen Gesamtenergie. Aus der Inkompressibilität folgt, dass die Fluidelemente in unserer Strömung stets konstantes Volumen haben. Und wir nennen dieses Volumen dV. Also jedes Fluidelement in dieser Strömung hat im Zuge der Strömung ein unveränderliches Volumen. Naja, und letztlich aus der Stationarität folgt, was wir gestern auch besprochen haben, dass die einzelnen Fluidelemente sich längs der Stromlinien bewegen. Bei stationären Strömungen fällt der Begriff der Stromlinie mit dem Begriff der Bahnkurve eines Fluidteilchens oder Fluidelements zusammen. Also die Bahn des Fluidelements ist längs von Stromlinien. Von Fluidelementen längs Stromlinien. Also auf die Art und Weise haben wir uns mit diesen Voraussetzungen Reibungsfreiheit, Inkompressibilität und Stationarität hier schon einige wichtige Ausgangspunkte für unsere Beschreibung dieses Strömungsvorganges geschaffen. Wenn es also jetzt insbesondere um die Erhaltung der mechanischen Gesamtenergie geht, da kommt es nun darauf an, wie groß wird die kinetische Energie eines Fluidelements mit dem konstanten Volumen dV sein, wie groß wird die potenzielle Energie sein, wenn wir die Strömung im Feld der Gravitation auf der Erdoberfläche betrachten und wenn es unterschiedliche Drücke in dem System gibt, wie groß wird denn die Arbeitszuführung aufgrund des Druckes sein? Das bedeutet in der Praxis letztlich, Sie brauchen eine Pumpe, damit diese Strömung in Ihrem System in Bewegung kommt. Und Pumpen machen ja nichts anderes, als Druckdifferenzen herzustellen. Also es kommt darauf an, damit die Geschichte irgendwie in Gang kommt, dass da wo ein Druck wirkt und eine Druckdifferenz dann vorhanden ist. Und die Arbeitszuführung, wenn also da ein Druck vorhanden ist, bei einem Druck P kann man sich sehr leicht überlegen. Das ist eine Beziehung, die wir dann in ähnlicher Weise auch wiederverwenden werden in der Thermodynamik, aber so weit sind wir noch nicht. Noch sind wir also vor Weihnachten in dem Bereich der Physik, wo wir mit der Temperatur noch nichts zu schaffen haben. Höchstens sagen, sie soll konstant bleiben und Ruhe geben sozusagen. Und erst im Jänner schauen wir dann an, was denn passiert, wenn sich die Temperatur ändert, warum und wann sie sich ändert und was das überhaupt bedeutet. Also,
Wenn wir uns also so ein Stück Strömung betrachten, mit einer gewissen Querschnittsfläche A, und da soll diese Strömung so um ein Stück ds weiterlaufen. An dieser Seite herrscht ein Druck P. Dann kann man sich leicht überlegen, was wird passieren, wenn also da die Strömung so in dieser Richtung verläuft. Was für eine Arbeit wird zugeführt werden, wenn die Strömung gerade um dieses Stück ds weiterläuft. Ja, die Kraft auf diese Querschnittsfläche hier, diese Kraft ist ja nichts anderes als Druck mal Fläche. Druck ist ja Kraft pro Flächeneinheit. Druck mal diese Querschnittsfläche ist die Kraft, die von dieser Seite kommend auf diese Querschnittsfläche wirkt, aufgrund des Druckes P, und das ist zu multiplizieren, in der gleichen Richtung verläuft ja die Bewegung mit ds, und man hat damit dann Kraft mal Weg in der gleichen Richtung, die Arbeitszuführung in diesem System. Naja, also P mal A, das ist die Kraft. Und wir haben hier Kraft in der bestimmten Richtung der Strömung mal eben dieser Strömungsrichtung mit dem Weg ds. Ja, und dieses P mal A mal ds lässt sich aber natürlich schreiben, weil ja A mal ds, Grundfläche mal Höhe, in diesem Stück der Strömung gerade dem Volumenselement hier entspricht, dem P mal dv. Weil dieses A mal ds, das ist ja gerade das dv. Das heißt, mit P mal dv kann man die Arbeitszuführung beschreiben. Und daran sehen Sie auch gleich, was der Druck auch für eine zusätzliche wichtige Bedeutung in der Thermodynamik hat. Nämlich, wenn man das auf die Volumenseinheit bezieht und eben diese Arbeitszuführung zu diesem Volumenselement hier noch auf die Volumenseinheit bezieht, muss man durch dv wieder durchdividieren und man erhält dann eben, dass diese Arbeitszuführung pro Volumenseinheit einfach gleich dem Druck in dieser Strömung ist. Ja, und jetzt können wir also diese Erhaltung der mechanischen Gesamtenergie, von der wir ja ausgehen können, weil keine innere Reibung in dem System wirkt. Wir setzen voraus, dass das Fluid als weitgehend reibungsfrei angesehen werden kann, können wir diese Energieerhaltung aufstellen, indem wir einfach sagen, diese Arbeitszuführung, das ist ja ein PdV plus der kinetischen Energie dieses Systems. Das ist ein Rho dV, das ist ja die Masse des Fluidelements, konstante Dichte mal Volumen. Rho dV ist also m mal V Quadrat halbe, das ist die kinetische Energie, plus der potenziellen Energie in unserem homogenen Gravitationsfeld, das ist also mgH oder Rho dV mal G mal H, Höhe oberhalb eines waagrechten Referenzniveaus, das muss letzten Endes konstant bleiben. Was ich an Arbeit zuführe, plus die entsprechenden Energien, muss insgesamt wegen der Energieerhaltung eine Konstante bleiben. Und da sehen Sie jetzt, in dieser einfachen Beziehung können wir jetzt, weil wir eben wegen der Inkompressibilität davon ausgehen können, dass das dV sich nicht ändert im Zuge der ganzen Strömung, hier durch dV durchkürzen.
und Sie kriegen damit Rho V Quadrat halbe plus Rho GH plus P ist eine Konstante. Und diese Gleichung ist bereits die bernoullische Gleichung. Die kinetische Energie pro Volumenseinheit, die potenzielle Energie pro Volumenseinheit und die Arbeitszuführung pro Volumenseinheit, eben der Druck. Diese drei Energien müssen insgesamt wegen der Erhaltung der mechanischen Gesamtenergie konstant bleiben. Also eigentlich stellt diese berühmte, ich schreibe es jetzt noch einmal dazu, Bernoulli-Gleichung, nichts anderes dar als den Satz der mechanischen Erhaltung der mechanischen Gesamtenergie, dargestellt, ausgedrückt für den Fall einer Strömung eines reibungsfreien Fluids bei konstanter Dichte und Stationarität. Also eine sehr einfache Gleichung, die Sie sich sicher merken werden. Merken Sie sich vor allem auch die Voraussetzungen, unter denen sie gilt. Das ist schon wichtig, weil in vielen Anwendungsfällen wird also zum Beispiel die Bedingung der Reibungsfreiheit auch nicht annähernd gegeben sein. Dann funktioniert diese Gleichung nicht. Dann gibt sie Ihnen sogar sinnlose, falsche Ergebnisse. Und Sie werden gleich sehen, wenn wir über die daraus sich ergebenden Paradoxien jetzt sprechen werden, also insbesondere eine Paradoxie, die sich in verschiedenen Weisen äußert, dass sich diese Gleichung eigentlich nicht immer deckt mit dem, was unser anschauliches Verständnis ist. Weil wir denken eigentlich bei einer Flüssigkeitsströmung immer auch ein bisschen dran, dass da auch Reibung im Spiel ist. Sie brauchen die Kraft der Pumpe, um das zähe Wasser durch den Gartenschlauch durchzubringen. Da geht es also primär darum, Reibung zu überwinden. Und hier haben wir vorausgesetzt, hier ist keine Reibung. Da schaut die Sache völlig anders aus. Aber es gibt Systeme, eben insbesondere gasförmige, wo diese Reibung wirklich sehr gering ist und oft vernachlässigbar. Und dort lässt sich also diese bernoullische Gleichung gut anwenden. Ich glaube, es ist auch leicht zu merken. Das Rho V Quadrat halbe, da klingelt schon beim M V Quadrat halbe und man bezieht es auf die Volumenseinheit. Dann wird das M Rho. Wir sind ja so davon ausgegangen, Rho dV war ja das Massenelement oder die Masse des Volumenselementes. Und dann haben wir aber durch dV durchdividiert und uns dann in dieser Gleichung überall auf die Volumenseinheit bezogen. Rho GH ist die potenzielle Energie MGH pro Volumenseinheit und dann entsprechend die Druckarbeit pro Volumenseinheit. Also die bernoullische Gleichung lohnt sich schon, wenn man sich merkt, weil man sie doch relativ oft verwenden kann. Naja, und jetzt gibt es hier also eine wichtige Folgerung. Insbesondere für den Fall, wenn wir davon ausgehen, dass diese potenzielle Energie mit der bestimmten Höhe H, die sich auch ändern kann bei der Strömung, keine wichtige Rolle spielt. Also wenn eine Strömung zum Beispiel waagerecht erfolgt im Gravitationsfeld oder wenn es eben gar kein Gravitationsfeld gibt und das G gleich Null ist im Space Lab oder irgend so etwas. Also in dem Fall haben Sie nur mehr also den Term Rho V Quadrat halbe plus P ist eine Konstante. Übrigens wohlgemerkt, oft höre ich dann, ist gleich Null. Na, wie soll das gehen? Da ist eine quadratische Geschwindigkeit, die ist positiv. Die Dichte ist positiv. Der Druck ist positiv. Wenn das alles Null sein soll, dann ist ja alles Null. Dann bewegt sich nichts. Also Null kann das wohl nicht sein, sondern es ist einfach erhalten innerhalb des strömenden Bereiches. H
hat eine bestimmte konstante Größe. Na, und wenn man also jetzt da sich anschaut, dass Rho gh spielt keine wichtige Rolle, dann sehen Sie, je größer die Geschwindigkeit hier wird, bei konstanter Dichte, wir haben ja gesagt inkompressibel, desto kleiner muss der Druck werden, damit die Summe der beiden konstant bleibt. Also die Folgerung ist, wenn die Geschwindigkeit hinaufgeht, dann geht der Druck hinunter. Das kann man natürlich ausformulieren, aber das, wenn es so steht, glaube ich, kann man es schon verstehen. Also bei großen Geschwindigkeiten gibt es kleine Drücke. Ja, und dazu gibt es also eine Reihe von Versuchen, die wir Ihnen auch zur Veranschaulichung zeigen können. Aber das Ganze ist schon etwas, was uns paradox vorkommt. Denn eigentlich sollte man doch meinen, je größer wo die Geschwindigkeit wird, desto größer müssen auch die Drücke sein. Aber das ist etwas, was man aus der Idee von Reibung in der Strömung nimmt. Weil man eben oft daran denkt, es geht darum, mit Hilfe eines Druckes die Reibung zu überwinden. Hier haben wir keine Reibung. Und dadurch ergibt sich diese merkwürdige Situation und diese Folgerung nennt man auch das hydrodynamische Paradoxon. Paradoxon, das ist ja letztlich wirklich nicht paradox, sondern wir können es ja verstehen. Aber es ist halt damit nur gemeint, dass es überraschend erscheint, wenn man es einfach nur mit der normalen Anschauung betrachtet. So wie auch das hydrostatische Paradoxon, das wir ja auch schon hatten, einigermaßen überraschend ist. Sie können eine große Tonne haben, oben abschließen und nur ein kleines Röhrchen herausziehen und dann füllen Sie mit einer kleinen Kanne ein bisschen auf, das kommt heraus und unten der ganze Druck steigt an, wie wenn Sie das ganze Gefäß anfüllen würden. Das ist auch etwas, was uns paradox erscheint. Aber wenn man also weiß, aufgrund unserer Überlegungen, dass der Druck nur von der Tiefe abhängt und nicht von irgendwelchen anderen Parametern, muss es so sein und das zeigt sich auch, sonst würde auch eben das Gesetz von den kommunizierenden Gefäßen mit gleicher Steighöhe nicht gelten können. Nun, da haben wir also in der Strömungslehre, jetzt in der Hydrodynamik auch ein solches Paradoxon. Es gilt, weil es aus der Bernoulli-Gleichung hergeleitet ist, insbesondere für reibungsfreie und inkompressible Strömungen. Reibungsfrei und inkompressibel. Reibungsfrei, das können die Gase besonders gut. Inkompressibel würden Sie sagen, das können die Gase gerade schlecht. Aber wir werden eben weit wegbleiben von der Schallgeschwindigkeit, was ja für viele praktische Zwecke gegeben ist. Und es ist nicht jedes Gas, was durch eine Leitung fließt, hat gleich Schallgeschwindigkeit. Und in dem Fall können wir beides nahezu erfüllen. Und da wird uns jetzt der Herr Litschauer ein Experiment zeigen, das folgendermaßen ausschaut. Es ist dort drüben aufgestellt und Sie sehen es auch hier bereits auf der Leinwand. Es geht dabei darum, dass wir durch eine Glasröhre mit unterschiedlichen Durchmessern Gas durchleiten. Da ist der Durchmesser zunächst groß, da wird er kleiner und da wird er wieder größer. Größerer Durchmesser, kleinerer Durchmesser und wieder größerer Durchmesser. Hier läuft also die Strömung durch. Wir gehen davon aus, obwohl es Gas ist, dass die Strömung inkompressibel sein wird. Das heißt, hier haben wir die kleineren Geschwindigkeiten. Und hier in diesem engeren Bereich muss natürlich wegen der Massenerhaltung die Geschwindigkeit größer sein, damit eben
die gesamte Masse des Gases hier durchtreten kann. Das sind die Geschwindigkeitsvektoren hier. Und indem also hier die Geschwindigkeit kleiner ist, wird der Druck erwartungsgemäß dann größer werden. Und wir werden uns anschauen, mit solchen kleinen U-Rohrmanometern, welchen Druck wir hier wirklich beobachten können. Und diese drei U-Rohrmanometer kann man also auch tatsächlich, glaube ich, auf dieser Leinwand sehen. Und Herr Litschauer, wenn ich Sie also jetzt bitten dürfte, wir haben nur zwei, das dritte haben wir nicht mehr. Aber das würde wieder dasselbe zeigen wie das erste. Also das war jetzt übertrieben, nehmen wir das wieder weg, damit das also da möglichst konsistent ist mit dem, was Sie hier sehen. So schaut es aus, das sind die zwei Manometer. Und jetzt schauen wir uns an, was da passiert, wenn wir durch dieses System Gas durchströmen lassen. Was geschieht mit dem anderen Manometer? Das zeigt überhaupt nichts. Aha. Naja, da ist die Strömung doch so gering, dass der Druck in diesem Bereich sehr nahe am Atmosphärendruck ist. Nur geringfügig unterschiedlich. Während in dem Bereich der Verengung sehen Sie also, dass die Quecksilbersäule hier deutlich hochgezogen wird. Der äußere Druck drückt außen drauf und Sie haben im Bereich der Verengung einen wesentlich geringeren Druck als im Bereich, wo das Rohr hier Atmosphärendruck praktisch ist, weil hier kaum noch diese viel geringere Geschwindigkeit zum Tragen kommt. Also Sie sehen, Verengung des Rohres bedeutet deutliche Reduktion des Druckes. Und man hätte doch eigentlich es andersherum erwarten können. Das sieht man also hier ganz deutlich, dass hier ein scheinbar paradoxer Fall auftritt. Vielen Dank. Also um das hier zu komplettieren, hier wird also die Quecksilbersäule weiter hinaufgezogen, hier bleibt sie praktisch konstant. Da wirkt immer der äußere Luftdruck und das ist dann der Druck in der Strömung bei niedriger und höherer Geschwindigkeit. So sieht also die Situation aus. Jetzt haben wir aber noch zwei weitere Versuche für Sie vorbereitet, die zumindest zum Teil einen gewissen Showcharakter haben. Und der Herr Litschauer wird sich also jetzt als Zaubermeister präsentieren können. Also zunächst einmal eine weitere Anwendung dieses Paradoxons kann man dadurch finden, dass man eine Röhre betrachtet, wo am Schluss eine Platte ist, wo dann Gas hier, das da durchströmt, hier austreten kann. Und wir setzen da jetzt dazu gegenüber eine zweite Platte und fixieren die, dass sie nicht herunterfallen kann an solchen Fixierungselementen. Also da hängt die Platte drauf, wo liegt sie denn? Wo ist die Platte? Da. Da ist das Zuleitungsrohr, da ist diese Platte und die zweite Platte lässt sich also hier bewegen und ist dieser Platte gegenübergestellt. Das sind hier so diese Fixierungselemente, die ich dort angedeutet habe.
Und jetzt ist es also so, wenn da die Luft herausströmt, muss sie ja so seitlich entweichen da hier. Und je näher die Platte rückt, bei konstantem Durchsatz, desto größer muss natürlich die Strömungsgeschwindigkeit werden. Und Sie werden sehen, der Herr Litschauer zeigt Ihnen das, was sich daraus für eine Konsequenz für das Verhalten dieser Platte hier ergibt. Bitte schön. Dankeschön. Haben Sie es gesehen? Eine völlig unerwartete Situation zunächst einmal. Man würde doch meinen, das Gas treibt die Platte weg und sie muss also ganz unten drinnen in dieser Verankerung hängen. Das Gegenteil passiert, die Platte wird angezogen, weil, wenn also hier entsprechend genügender Durchsatz ist, die Geschwindigkeit hier größer wird, eben genügend groß im Vergleich zu der Umgebungsluft, wo sie ja sehr gering ist, sodass der Druck innen größer als außen wird, größere Geschwindigkeit, kleinerer Druck, was diese Platte dann an diese Gegenplatte hier anlegt. Na, ganz geht das aber auch nicht, weil irgendwo muss ja das Gas auch heraus. Und dadurch kommt es dann zu diesem schnarrenden Geräusch, weil immer wieder wird sie also ein bisschen weggedrückt, dass das Gas halt durch kann, dann aber sofort wieder zurückgezogen. Und dieses schnarrende Geräusch ist also ein Zeichen dafür, dass es hier die Gültigkeit dieses hydrodynamischen Paradoxons gibt. Aber ein besonders nettes Experiment wird Ihnen jetzt der Herr Litschauer als drittes zeigen. Bitte schön, Herr Litschauer. Ein Gasstrahl strömt hier aus dieser Düse nach oben aus. Schauen Sie an, was da passiert. Also heute haben wir wirklich eine Varieté-Vorstellung für Sie. Wunderbar, vielen Dank. Wodurch kommt das zustande? Also wenn wir hier uns diese Düse aufzeichnen, wo da ein Luftstrahl austritt, dann wird also dieser Luftstrahl mit solchen Stromlinien da aus dieser Düse austreten und wird also nach außen immer kleinere Geschwindigkeiten haben, nach innen werden die Geschwindigkeiten immer größer. Und das bedeutet, wenn Sie da jetzt etwas außerhalb des Zentrums einen solchen Ball, so einen Ping-Pong-Ball, wie Sie es gesehen haben, anordnen, dass die Geschwindigkeit auf der Seite größer als auf der Seite ist. Das bedeutet aber größere Geschwindigkeit, kleinerer Druck, das zieht den Ping-Pong-Ball herein. Kommt er in die Mitte, dann ist es ausgeglichen. Wandert er auf die andere Seite, dann zieht es ihn wieder zurück. Weil dann haben Sie wieder hier die kleinere Geschwindigkeit und da die größere. Und damit ist die Stellung gerade im Zentrum dieses Luftstrahls die stabile. Und da kann man dann ruhig auch den Luftstrahl noch etwas schräg halten. Zu viel natürlich nicht, weil dann die Schwerkraft letzten Endes siegt. Aber sogar etwas schräg halten und der Ball bleibt nach wie vor in diesem Gasstrahl gefangen. Also Sie sehen, das sind alles Phänomene, die man sich zunächst einmal rein anschaulich gesehen so gar nicht erwartet hätte. Und das fassen wir eben alles unter diesem Begriff
hydrodynamisches Paradoxon zusammen, eine Folgerung aus der Bernoulli-Gleichung: größere Geschwindigkeiten führen bei unveränderter potenzieller Energie zu kleineren Drücken. Ich glaube, dass man sich das dadurch schon sehr gut vorstellen kann. Jetzt wollen wir noch etwas weiteres nützen. Wir wollen die Bernoulli-Gleichung noch für einen weiteren Anwendungsfall betrachten, damit Sie gleich sehen, was man mit dieser Gleichung alles Nützliches anfangen kann. Wir können sie dazu benutzen, die Umströmung von Körpern zu beschreiben. Natürlich alles nur unter der Voraussetzung der Reibungsfreiheit. Und das ist natürlich schon eine sehr einschränkende Voraussetzung. Aber gewisse Aspekte kann man sich dadurch schon überlegen. Nehmen wir an, wir haben einen Körper. Wie der hinten dann weitergeht, hört halt irgendwie auf, befindet sich in einer Strömung, die da von links herankommt. Die Stromlinien werden irgendwie so verlaufen. Die Tangentiallinien an die Geschwindigkeitsvektoren. Und da haben wir also zum Beispiel weit weg hier eine gewisse Geschwindigkeit, die wird im Beobachtungspunkt B vorhanden sein. Und diese Geschwindigkeit, die wollen wir also V0 nennen. Und außerdem möge an dieser Stelle, weit weg von dem umströmten Körper, ein Druck P0 herrschen. Man kann sich ja dieses System in zwei Weisen vorstellen. Einerseits, dass dieser Körper, das umströmte Hindernis, in Ruhe ist und man bläst drauf, was aber meistens noch die wichtigere Darstellung ist, ist, dass das Medium in Ruhe ist und der Körper bewegt sich durch, siehe Auto, siehe Flugzeug, was auch immer. Und in dieser Weise ist es umso eher vorstellbar, dass an einem Punkt weit weg von diesem Hindernis man einfach die normale Situation der ungestörten Atmosphäre, des ungestörten Gases hat. Und erst bei Herannahen dieses umströmten Körpers wird es zu Änderungen kommen. Der andere wichtige Punkt, den wir betrachten, ist dieser Punkt, den nennen wir den Staupunkt. In dem Staupunkt wird die Geschwindigkeit V gleich 0 sein, da kommt die Strömung zur Ruhe und der Druck wird P sein. Das ist dann eben der Druck im Staupunkt. Die beiden Größen V0 und P0 beziehen sich auf das ungestörte statische Medium, während V gleich 0 hier und P betreffen die Situation direkt beim umströmten Hindernis. Und wenn man also jetzt, so wie ich es gezeichnet habe, das alles auf einer Höhe betrachtet, so dass dieser Term hier Rho GH immer der gleiche bleibt, na dann kann man den getrost in die Konstante hineinziehen und es bleibt nur stehen, Rho V Quadrat halbe plus P muss eine Konstante sein. Jetzt fragen Sie natürlich, na und was für eine Konstante? Das ist gar nicht so wichtig. Solange ich nur weiß, es muss konstant sein im ganzen Strömungsbereich, denn dann brauche ich mir nur die Bedingungen beim Beobachter und die Bedingungen am Staupunkt hernehmen und diese Summe muss die gleiche bleiben. Also laut Bernoulli, erhalten wir dann einmal für den Fall des Staupunktes, da haben wir also dann Rho V0 Quadrat halbe plus P0
Rho V0 Quadrat halbe, das haben wir ja rübergenommen, plus P0 ist gleich, also das ist jetzt im Beobachtungspunkt, ich glaube, ich habe jetzt irrtümlich Staupunkt gesagt, im Beobachtungspunkt, weit weg von dem Hindernis, wo wir die ungestörte Geschwindigkeit und den ungestörten statischen Druck, typischerweise den Atmosphärendruck, ein Bar, haben. Und auf der anderen Seite im Staupunkt ist ja jetzt die Geschwindigkeit gleich Null. Das heißt, der Term wird Null, es bleibt nur dieses P über, der Druck im Staupunkt. Also P ist der Druck im Staupunkt, P0 nennen wir den statischen Druck. P, Druck im Staupunkt, P0, statischer Druck. Na und schauen Sie, auf die Art und Weise kriegt man sehr schnell eine einfache Folgerung, nämlich, dass dieses Rho V0 Quadrat halbe gleich ist P minus P0. Das ist die Druckdifferenz. Auf die kommt es also eigentlich an. Zwischen dem Druck im Staupunkt, der ja etwas erhöht ist gegenüber dem allgemeinen Druck, und dem allgemeinen Druck. Diese Druckdifferenz, P minus P0, das nennt man im Allgemeinen in der Hydrodynamik den Staudruck. Verwechseln Sie also nicht den Druck im Staupunkt mit dem Staudruck. Der Staudruck ist gerade dieses Delta P. Und was der Druck im Staupunkt größer ist als der statische Druck. Und das wird im Allgemeinen wesentlich kleiner sein, diese Druckdifferenz, als der normale Atmosphärendruck. Es sei denn, man hat hier annähernd Schallgeschwindigkeit. Dann kommt es zu sehr hohen Druckdifferenzen, aber dann ist das Fluid auch nicht mehr inkompressibel und das Ganze stimmt nicht mehr. Also das kann man nur anwenden in dem Bereich, wo es noch inkompressibel ist, also für Geschwindigkeiten weit unter der Schallgeschwindigkeit. Und da können Sie dann aber sehen, wenn man dieses P minus P0 als Delta P bezeichnet, dass man jetzt daraus sehr einfach eine Methode gewinnen kann, um die Geschwindigkeit zu ermitteln. Man kann sich ja das V0 herausrechnen. Das ist dann die Wurzel aus, zweimal dieses Delta P durch die Dichte des Gases. Und man kriegt damit eine wichtige Möglichkeit, diese Geschwindigkeit der Strömung relativ zu dem angeströmten Hindernis zu bestimmen. Diese Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit wird dann mit Hilfe des sogenannten Prandtl-Rohres durchgeführt. Dieses Prandtl-Rohr kann ich Ihnen hier zeigen und vielleicht sollte man es dann auch noch vor der Kamera zeigen. Das ist jetzt gerade sowas, was ich hier gezeigt habe. Hier kommt die Strömung, strömt dieses Hindernis an und strömt daran vorbei. Und da gibt es jetzt vorne ein Loch und seitlich Löcher. Bei dem Loch vorne wird mit einem dieser beiden Röhren verbunden, die seitlichen Löcher mit der anderen. Das heißt, man kann zwischen diesen Löchern gerade diese Druckdifferenz P minus P0 messen. Und bei gemessener Druckdifferenz und bekannter Gasdichte, das ist bei Luft so circa, haben wir gesagt, 1,2 oder so Kilogramm pro Kubikmeter, also immerhin was, nicht ganz so vernachlässigbar klein, nicht? Kriegen Sie daraus die Geschwindigkeit. Und jetzt schauen wir dann, ob ich das vielleicht noch ein bisschen näher da herbringe, dann sehen Sie hier, da das Loch beim Staupunkt und da die Löcher seitlich und wenn da so die Strömung herankommt, können Sie mit Hilfe dieses Prandtl-Rohrs recht genau
die Strömungsgeschwindigkeit in einem strömenden Medium bestimmen. Bis heute wird das durchaus auch bei Flugzeugen verwendet, so kleine unscheinbare Sensoren, mit denen man jedenfalls mit genügender Genauigkeit diese Strömungsgeschwindigkeit bestimmen kann. Danke, Herr Litschau. So, also damit wissen Sie auch, was man unter dem Prandtl-Rohr versteht. Vielleicht sollte ich den Namen auch noch herschreiben. Der Herr Prandtl schreibt sich mit DT das Prandtl-Rohr basiert auf dieser Beziehung, die eine unmittelbare Folgerung der Bernoullischen Gleichung ist. Und es gibt also eine Reihe weiterer Folgerungen, auf die ich hier nicht eingehen möchte, aber Sie, glaube ich, Sie sehen schon, dass diese Bernoullische Gleichung eine sehr praktische und gut zu benutzende Gleichung ist. Wenn man nur die Strömungsverhältnisse an verschiedenen Stellen einer Strömung miteinander vergleichen möchte und halt weiß, dass die Konstante sich nicht ändert, kann man hier also dann damit Aussagen über die Strömung machen. Soweit also zu der Voraussetzung, die wir bisher gehabt haben, also Reibungsfreiheit, Stationarität und Inkompressibilität. Jetzt wollen wir einen anderen Aspekt der Strömung herausgreifen, und zwar den Aspekt der Wirbelbildung und der Zirkulation. Wir sprechen also über Zirkulation und Wirbel. Was ist darunter zu verstehen? Was ist ein Wirbel und wie beschreiben wir ihn? Wir werden auch hier wieder reibungsfreie Fluide voraussetzen. Wie können wir charakterisieren, ob eine Strömung wirbelhaft ist oder nicht? Jeder von Ihnen und jede, glaube ich, kann sich ungefähr vorstellen, was ein Wirbel ist. Dass das halt so herumgeht, die Strömung, nicht irgendwie so einen Wirbel bildet, während man die einfach nur so vor sich hingeht, das ist dann kein Wirbel. Ja, das ist aber physikalisch zu wenig, da herum oder halt so vor sich hin. Wir wollen das natürlich wie üblich etwas quantitativer gestalten, weil dann erst hat man wirklich die Möglichkeit, die Dinge konkret zu beschreiben. Naja, und da führen wir den Begriff der Zirkulation ein, den ich an zwei Beispielen einmal gleich illustrieren möchte. Also wenn wir schon von Wirbeln sprechen, dann wird das wohl so etwas sein, wenn ich einmal das Geschwindigkeitsfeld zeichnen kann, dass es da also solche Geschwindigkeitsvektoren gibt, die in einer Strömung so rundum laufen. Und die werden dann halt nach innen auch entsprechend kleiner, also die Geschwindigkeiten geringer. Also das sind alles Geschwindigkeitsvektoren. Und so etwas werden wir als einen Wirbel bezeichnen. Hingegen, wenn man eine Strömung betrachtet, die halt so im Wesentlichen in einer Richtung verläuft, kann sogar durchaus schneller werden zum Beispiel, dann würde Ihnen sofort die Anschauung sagen, na, da ist kein Wirbel vorhanden. Na, wie soll man das beschreiben? Ja, da ist es günstig, geschlossene Kurven zu betrachten. Also zum Beispiel hier eine Kurve, die da so herumläuft. Und hier ebenso machen wir da so etwas Rechteckiges, das da hier so herumläuft. Und wir durchlaufen so eine geschlossene Kurve,
entweder hier oder hier, und bilden, um da jetzt etwas herausbekommen zu können, ein Linienintegral. Naja, jetzt werden Sie also wieder denken, oh Gott, jetzt kommt er schon wieder mit den Integralen daher. Aber Sie sind ja letzten Endes schon gewieft und wissen ja, was man da drunter versteht. Sie kennen das ja schon von der Arbeit her. Integral FdR, nicht? Das wissen Sie ja schon alle. Der Kraftvektor integriert über eine Bahnkurve ergibt die Arbeit, die von dieser Kraft längs der Bahnkurve verrichtet wird. Das wissen Sie, das werden Sie nie mehr vergessen, dass das Integral FdR ist. Das begleitet Sie durch Ihr ganzes wissenschaftliches Leben. Und jetzt werden wir wieder ein Integral betrachten. Aber jetzt nicht ein Integral FdR, sondern ein Integral VdR. Und zwar längs einer solchen geschlossenen Kurve. Die kann hier sinnvollerweise so eine kreisförmige Kurve sein, da so eine rechteckige Kurve. Und diese Größe, Integral VdR, die ist natürlich, oder VdS, wie Sie es wollen, ist natürlich jetzt keine Arbeit, weil wir haben ja nicht eine Kraft skalar multipliziert mit einem Wegelement, sondern eine Geschwindigkeit skalar multipliziert mit einem Wegelement. Wir definieren uns nämlich eben jetzt die Zirkulation, die nennen wir üblicherweise Z, längs einer geschlossenen Kurve. Wobei diese geschlossene Kurve natürlich immer aufgefasst werden kann als die Randkurve einer Fläche. Jede Fläche, die Sie betrachten im Allgemeinen, wird eingeschlossen sein durch eine Randkurve und das ist dann eine geschlossene Kurve. Die Mathematiker haben dann so spezielle Dinge, da gibt es also Flächen, die haben dann zwei Randkurven oder so, das wollen wir jetzt gar nicht weiter betrachten oder nur eine Oberfläche. Aber wenn man so eine ganz normale Fläche hernimmt, dann hat die, so wie meine Handfläche, eine Randkurve rundherum. Also wir können die Zirkulation so definieren, dass wir sagen, dass Z, diese Zirkulation, ist das Ringintegral, also Linienintegral längs einer geschlossenen Kurve. Diese geschlossene Kurve ist der Rand einer Fläche A, V-Pfeil, DS-Pfeil. Und hier ist also diese geschlossen, ist also diese Fläche A diese Fläche. Und hier ist die Fläche A diese Fläche. Randkurve, Randkurve. Nun, und wieso ist das jetzt für uns ein sinnvoller Parameter? Na, schauen Sie sich das hier konkret an. Wenn man hier entlang dieser Randkurve diese Fläche A umschreitet, dann sehen Sie, dass diese V und diese DS Pfeil alle im Wesentlichen gleich orientiert sind und die Summe über die V-Pfeil mal Delta S-Pfeil und dann für immer feinere Einteilungen, wie üblich, das teilt man heute in lauter so Stickeln ein, das ist ja für Sie nichts Neues mehr, kommt also eine Größe ungleich 0 heraus. Es hängt davon ab, ob Sie es in der Richtung durchlaufen, dann wird es positiv, oder in der Gegenrichtung, dann wird es negativ. Aber jedenfalls ungleich 0. Und in dem Fall haben Sie tatsächlich eine Zirkulation ungleich 0 und damit eine wirbelhafte Strömung. Während in dem Fall hier herunten, da sehen Sie, längs dieser einen Strecke dieser Randkurve sind die Geschwindigkeitsvektoren alle, wenn wir so herumlaufen, gleichgerichtet mit diesen kleinen Wegstücken,
die man da durchläuft. Da kriegt man also einen positiven Beitrag. Hier entlang ist der Beitrag null, denn da liegen diese Wegstücke ds-Pfeil senkrecht zur Geschwindigkeit. Und wenn Sie da unten jetzt wieder mit Ihren Wegstücken ds-Pfeil zurücklaufen, sind Sie antiparallel zu den sonst gleichen Geschwindigkeitsvektoren, sodass letztlich diese Summe und diese Summe entgegengesetzt gleich sind. Und wenn Sie das Stück wieder zurücklaufen, haben Sie da wieder solche ds-Pfeil, die wieder senkrecht auf V-Pfeil stehen und wieder nichts beitragen, sodass insgesamt längs einer derartigen geschlossenen Kurve in diesem Strömungsfeld Sie die Zirkulation gleich Null haben. Also hier ist die Zirkulation gleich Null und Sie sehen daraus gleich, dass eben das keine wirbelhafte Strömung ist. Ich glaube, dass man sich das so sehr gut vorstellen kann. Das zur Illustration, warum man diese Zirkulation so definiert, wie ich das hier gemacht habe. Über ein Linienintegral längs einer geschlossenen Kurve, der Randkurve einer Fläche, V-Pfeil ds-Pfeil oder V-Pfeil dr-Pfeil, wie Sie es heute bezeichnen wollen. Das ist eine weitere wichtige Anwendung des Linienintegrals in der Physik, neben der Arbeit und außerdem eine weitere wichtige Anwendung des Skalarproduktes. Bisher haben wir das hauptsächlich beim Arbeitsbegriff eben gebraucht. F-Pfeil mal Delta R-Pfeil. Da kommt es jetzt ums V-Pfeil mal Delta S-Pfeil an. Und entsprechend hier hat man wieder eine Größe, die zur Beschreibung physikalischer Gegebenheiten sehr zweckmäßig ist. Also eine weitere nützliche Anwendung des Skalarproduktes zwei Vektoren in der Physik. Jetzt zeigt sich, dass man diese Zirkulation relativ leicht umformen kann mathematisch. Sie haben gestern schon gesehen, wie wir die Flüsse betrachtet haben. Integral V-Pfeil df-Pfeil, der Fluss einer Strömung durch eine Querschnittsfläche A hindurch. Flächenintegral über die Querschnittsfläche V-Pfeil df-Pfeil. Da haben Sie gesehen, dass es sehr nützlich ist, dass man dieses Integral umformen kann. Jetzt werden wir in einer entsprechend etwas anderen Form, eine Dimension weniger, hier ein Linienintegral betrachten. Und das wieder umformen. Und diese Umformung verläuft so, dass wir jetzt schreiben, diese Zirkulation Z, wie sie da oben steht, ist also das Ringintegral. Jetzt betrachten wir eine verhältnismäßig kleine Fläche, die wir mit Delta A bezeichnen wollen. Also ein kleines Flächenelement da drinnen. Klein bedeutet wieder, dass sich die Geschwindigkeiten innerhalb dieses Flächenelementes nicht sehr ändern werden. V-Pfeil ds-Pfeil. Naja, und das können wir jetzt wieder mit einem weiteren Integralsatz, dem berühmten Stokeschen Integralsatz, gestern war es der Gaußsche Satz, heute der Stokeschen Satz, umformen, indem wir schreiben, das ist gleich dem Integral jetzt über die ganze Fläche Delta A, ein Flächenintegral, und da haben wir dann Rotation V-Pfeil df-Pfeil. Der Gaußsche Satz hat uns den Divergenzoperator gebracht. Hier beim Stokeschen Satz tritt
die Rotation eines Vektorfeldes auf. Naja, und das ist nun eine Möglichkeit, hier eine Umformung zu machen. Die Zirkulation hängt also mit der Rotation des Vektorfeldes zusammen. Und wenn man das nur über ein kleines Flächenelement betrachtet, so dass sich diese Rotation V nicht mehr nennenswert über dieses Flächenelement ändert, dann kann man auch schreiben, das ist ungefähr gleich Rotation V-Pfeil skalar multipliziert mit dem zu diesem kleinen Flächenelement zugehörigen Flächenvektor Delta A-Pfeil. Wenn man also ein kleines Flächenelement da drinnen wählt, der Flächenvektor steht senkrecht darauf, die Länge des Flächenvektors ist gleich dem Flächeninhalt dieser kleinen Fläche, dann sehen Sie, dass diese Zirkulation in sehr einfacher Weise mit der Rotation zusammenhängt. Und man kann also jetzt sagen, wenn das Rotation V und das Delta A-Pfeil parallel sind, also wenn der Vektor Rotation V senkrecht auf dieses Flächenelement steht und der Flächenvektor und der Rotationsvektor eben parallel zueinander sind, so wie ich es hier angedeutet habe, dann kann man also das auch schreiben als Betrag des Rotationsvektors mal der Fläche Delta A. Und dann erhält man, dass der Betrag des Rotationsvektors Rotation V eben ungefähr gleich gegeben ist als die Zirkulation Z dividiert durch Delta A. Und damit kriegen wir jetzt etwas, was analog ist zu dem, was wir gestern über die Divergenz gesagt hatten. Wir haben ja die Divergenz als Quelldichte bezeichnet. Wenn man ein kleines Volumen betrachtet und anschaut, was aus diesem Volumen herausfließt, dann ist dieser Fluss durch den Rand des Volumens heraus pro Volumenseinheit die Divergenz, Quelldichte. Hier jetzt haben wir eine Dimension weniger. Wir betrachten eine Fläche mit ihrem Rand. Und wenn nun längs dieses Randes eine gewisse Zirkulation in dieser Flüssigkeit eben vorhanden ist, wenn ich das da so hineinlege, hier zum Beispiel meine Hand, dann wird da rundherum eine Zirkulation vorhanden sein, dann zeigt sich das also, wenn man diese Zirkulation pro Flächeneinheit, also pro Flächeneinheit meiner Handfläche da, bestimmt, also die Zirkulation durch die Fläche durchdividiert, kommt man auf den Betrag des Rotationsvektors. Die Rotation ist daher in entsprechender Weise eine Wirbeldichte. Zirkulation pro Flächeneinheit der Fläche, um die herum die Zirkulation betrachtet wird. Während gestern die Quelldichte, der Fluss aus einem Volumen heraus, damals dreidimensional, pro Volumenseinheit ist. Heute Zirkulation rund um eine Fläche pro Flächeneinheit. Das, dieses Z durch Delta A, nennen wir also die Wirbel. Dichte. Merken Sie sich also, und ich nehme an, der Kollege De Lago hat Ihnen das auch in den Methoden, also nicht Methoden, in den physikalischen, doch, physikalische Rechenmethoden heißt es, nicht? Hat Ihnen das wahrscheinlich schon erzählt. Hat er das? Gut. Schaut aber nichts, es noch einmal gehört zu haben. Also die Rotation betragsmäßig eines Vektorfeldes ist die Wirbeldichte dieses Vektorfeldes, ist also die Zirkulation
rund um ein Flächenelement herum Proflächeneinheit. Zirkulation, Proflächeneinheit. So wie wir gestern hatten, Fluss aus einem Volumen heraus, Provolumseinheit. Das ist die Quelldichte. Diese beiden Größen, die Divergenz als Quelldichte und die Rotation als Wirbeldichte, werden uns das ganze weitere erste Studienjahr und dann sie sicher noch lang darüber hinaus begleiten, weil auch in der Elektrodynamik gerade dort ist diese Interpretation besonders wichtig. Ich habe Ihnen ja schon angedeutet, wir benutzen die anschauliche Situation der Flüssigkeitsströmungen mit den Geschwindigkeitsfeldern, um in formal gleicher Weise auch die elektrischen und magnetischen Felder in der Elektrodynamik zu beschreiben. Und dann spielen dort interessanterweise wieder Quellen und Zirkulationen eine wichtige Rolle. Die Quellen immer dort, wo Ladungen vorhanden sind, da treten dann Feldlinien aus und die Rotationen überall dort bei magnetischen Feldern, wo es stromdurchflossene Leiter gibt. Beide dieser Begriffe sind also einerseits für die Flüssigkeiten sehr wichtig. Hier haben sie eine sehr unmittelbare, anschauliche Bedeutung, aber in völlig formal gleicher Weise werden sie dann sehr elegant in ganz anderem Zusammenhang in der Elektrodynamik auch angewendet. Also deshalb reite ich hier jetzt so drauf herum, weil an dieser Stelle hier man sich besonders schön mechanisch was darunter vorstellen kann. Und wenn man sich das einmal einigermaßen vorstellen kann, dann tut man sich leichter, diese Konzepte auch für etwas weniger anschauliche Situationen auch zu akzeptieren. Und jetzt frage ich, ist es mit der Rotation und auch gestern mit der Divergenz einigermaßen für Sie verständlich geworden? Haben Sie Fragen dazu? Na, das soll mir recht sein. Ich hoffe, dass Sie es wirklich sich gut veranschaulicht haben. Das wird Ihnen im Weiteren sehr helfen. Okay. Jetzt sehen Sie also, wie die Rotation des Vektorfeldes mit der Zirkulation und mit der Wirbelbildung zusammenhängt. Und man kann sich jetzt auch leicht vorstellen, wie das ausschaut. Wenn Sie sich also vorstellen, wir haben da so geschlossene Stromlinien und da laufen dann so die Geschwindigkeitsvektoren rundherum und hier wieder. Das sind alles die Geschwindigkeitsvektoren. Dann haben Sie hier so Flächen, die da eben umlaufen werden von so einer geschlossenen Kurve, Rand von A. Und da gibt es dann dementsprechend jetzt den Rotationsvektor, der also, wenn er parallel zu Delta A steht, da so senkrecht durchläuft. Das sind dann die Vektoren Rotation V. Die stehen senkrecht auf diese Flächen hier und zeigen damit in die Richtung quasi der Wirbelachse dieses Wirbels hier. Also das Vektorfeld beschreibt einen solchen Wirbel. Die Rotationsvektoren liegen dann in der Achse dieses Wirbels. Und wir nennen jetzt diese Linien, wie schon gehabt, die Stromlinien. Das sind die Tangentialvektoren an die Geschwindigkeitsvektoren. Und andererseits, hier haben wir dann Rotation V. Diese Linien nennen wir die Wirbellinien.
die sind Tangentiallinien an den Rotationsvektor. Und Sie können also erkennen, wie hier ganz einfach diese Geometrie miteinander zusammenhängt. Und jetzt lässt sich mit Hilfe von gewissen grundlegenden Differentialgleichungen, die wir hier nicht besprechen werden, der Eulerschen Gleichung, eine Gesetzmäßigkeit zeigen für reibungsfreie Fluide. Und da gestatten Sie mir, dass ich da nur schreibe, für reibungsfreie Fluide gilt, dass die zeitliche Ableitung dieser Zirkulation, Ringintegral VdS, dass die zeitliche Ableitung gleich Null ist. D nach dt von diesem Ringintegral V-Pfeil ds-Pfeil, und zwar eben längs des Randes einer Fläche A, des geschlossenen Randes, diese zeitliche Ableitung ist gleich Null. Das bedeutet, dass die Zirkulation in reibungsfreien Fluiden erhalten bleibt. Zirkulation in reibungsfreien Fluiden ist zeitunabhängig und bleibt also erhalten. Aber natürlich nur in reibungsfreien Fluiden. Denn wenn eine nennenswerte Reibung herrscht, dann wird aufgrund dieser Reibung eben diese Zirkulation zurückgehen. Das ist der sogenannte Thomson'sche Satz. Es ist natürlich jetzt etwas unerfreulich, dass ich Ihnen den nicht wirklich formal abgeleitet habe. Da würde man also die Eulerschen Gleichungen brauchen. Die kriegen Sie dann nachgeliefert in der theoretischen Physik. Also das wollen wir uns hier aus Zeitgründen nicht vornehmen. Aber wir können Ihnen jedenfalls experimentell veranschaulichen, dass dieser Thomson'sche Satz wirklich gültig ist. Und dazu machen wir Folgendes. Wir haben hier einen Würfel. Und in diesem Würfel drinnen ist ein Volumen. Und wenn man da von hinten an eine Gummimembran stößt, dann wird aus diesem Volumen ein gewisses Gaselement heraustreten. Und nachdem es also da hier eine kreisförmige Öffnung gibt, wird sich da ein Wirbel ausbilden, der praktisch wie ein Torus, also wie ein Autoreifen, da herauskommt, und rund um den Torus herum hat man so einen in sich geschlossenen Wirbel. Und dieser Wirbel wegen der Erhaltung der Zirkulation wird sich da weiter bewegen und die Wirbelstärke wird kaum geringer werden. Und der Herr Litschauer wird jetzt mit einigem Gefühl und mit einiger Übung Ihnen da noch einmal ein Experiment zur Veranschaulichung dieses Thomson'schen Satzes zeigen, das, finde ich, recht aufschlussreich ist. Es passt auch in die Adventszeit. Wir zünden ein Kerzlein an und wir werden also sehen, was jetzt passiert, wenn also aus diesem Volumen dort ein Gas austritt, aufgrund dieser kreisförmigen Öffnung dann so ein Wirbel längs einer Torusfläche entsteht
und sich der dann herüber bewegt. Da bin ich jetzt selber gespannt, wie das funktioniert. Herr Litschauer, Sie sind dran. Da wird jetzt das Innere mit einem Tröpfchen Nebel gefüllt, damit man auch ein bisschen was von diesem Wirbel sieht, wenn er herauskommt. Also beobachten Sie das Ganze. Sehen Sie ihn? Ach, es die Kerzen. Na, jetzt ist er schon bei No. Na ja. Aha, vielleicht. Vielleicht sollte man bei dem Kerzerl den Docht ein bisschen verkürzen, damit das nicht so stabil ist, dieses blöde Kerzerl da. Naja, also sie brennt weiter, aber wollen wir das als ein positives Zeichen werten? Nichtsdestoweniger, ich glaube, Sie haben gesehen, dass dieser Wirbel, dieser torusförmige Wirbel, der da herauskommt, ganz gut erhalten bleibt über die ganze Strecke. Und wenn man es halt gerade so richtig trifft, wo viel Glück dabei ist, dass der gerade da so vorbeikommt, na dann bloß das aus. Naja, also herzlichen Dank, Herr Litschauer, das war's für heute. Er will halt nicht immer.